Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure 2, Folge 41, Digi-Chaos auf den Kontinenten. Zum Titel möchte ich an der Stelle sagen, ich hätte die Folge davor eher so genannt und nicht die zweite Folge, die schon mit den ganzen Digi-Rittern in der ganzen Welt halt eben zu tun hat, weil, naja, ist irgendwie logisch, denke ich. Nun ja, es ist halt eben so, dass wir jetzt in dem Punkt einmal in Australien sind, und zwar Joey und Cody. Was ich zugeben muss, das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Paarung, weil die beiden haben ja dann doch auch schon mal hier und da so eine Folge gehabt. Sei es eben wegen dem Digi-Amor-Ei der Zuverlässigkeit oder auch schon vorher in der Debütfolge von Joey, wo es um ihn und Gomamon mehr ging. Und da finde ich, ist das einfach schon nichts mehr Interessantes. Interessanterweise ist auch an der Stelle, dass die Macher das wahrscheinlich wohl auch so fanden, deswegen geht der Part nämlich noch nicht mal die Hälfte der Episode. Sondern, naja, man könnte so sagen, so wenn man jetzt immer so sieht, also so ein A-Catch kommt ja normalerweise immer so bei circa 10 bis 12 Minuten. Und hier muss man sagen, also der erste Part der Folge ging quasi nur 9 Minuten und den Rest der Folge hat dann halt das Interessantere bekommen. Weil Angemon, Greymon, TK, Tai, die sind eben wohl einfach beliebter in Japan gewesen. Nun ja. Jedenfalls erst einmal möchte ich anmerken, dass ich es schon ein bisschen, sagen wir mal, diskriminierend finde, wie die da über die Australier reden. So im Sinne von, ja, die bemerken ja gar nichts, ach, das sind ja Australier, aber fällt denn bei denen nicht der Groschen, wenn da ein schwarzer Turm steht? Ich meine, hallo? Jedes Land unternimmt da was oder wie? Und die halt nicht. Keine Ahnung, haben Japaner was gegen Australier? Habe ich eigentlich noch nie was von gehört, aber wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir das ruhig mal in die Kommentare schreiben. Also ich fand es ein bisschen abfällig, ja. Nun, Ikakumons Attacke ist komischerweise dieses Mal die amerikanische Attacke Harpoon Torpedo. Warum? Keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, dass er DL2 ab und an mal eben auch die japanischen, also eigentlich immer die japanischen Attacken genommen hat und ab und an auch mal die englischen Namen genommen hat. Beispiel wäre da Metal Garurumon, wo die Attacke im Englischen halt eben Metal Wolfclaw heißt. Die haben wir halt dann übernommen, metallische Wolfskralle, ist klar. Und ich verstehe in dem Punkt nicht, warum man aber bei Ikakumon, man hat ja auch nicht genau die japanische genommen, weil die heißt ja eigentlich Harpoon Vulkan. Und da hat man dann bei uns nur Harpune rausgemacht. Aber warum man einmalig in dieser Folge die englische benutzt hat, verstehe ich auch nicht. Naja, jedenfalls machen die den Turm kaputt. Auf einmal taucht der Weihnachtsmann im Badeanzug auf, der sich dann als eine Kopie von Genai herausstellt. Und ja, vorher war er fett und kaum zeigt er sich als Kopie, ist er dann auf einmal voll muskelbepackt. Ah ja, davon abgesehen, ich fand es irgendwie ein bisschen lächerlich, aber gut. Den Namen habe ich jetzt auch nicht ganz im Kopf, aber ich meine nicht, dass das ein australischer Name war. Das klang sehr japanisch, das war auf jeden Fall irgendwas mit H. Nun ja, jedenfalls ist es dann halt so, dass sie auf einmal einen Hilferuf hören und dann ist da ein australischer Digi-Ritter mit seinem Krabmon, eben auf so einem Surfbrett halt. Oder naja, richtig Surfbrett war es nicht. Ich weiß nicht, ob es dafür einen passenden Begriff gibt. So ein Windboard oder so, glaube ich, weil war halt so ein Segel mit dran. Interessanter Salto, den der da gemacht hatte. Naja, nun, der wurde halt eben von drei Champion-Digimon verfolgt. Shellmon, Gesomon und Ebidramon, die Pokémon-like wirklich ihre Namen genannt haben. Richtig so, Gesomon, Shellmon, Ebidramon. Und ich denke mir, ja gut, bei Shellmon ist es vielleicht jetzt nichts Besonderes, wenn wir an Adventure denken, aber bei den anderen beiden war das ein bisschen dämlich. Nun ja. Ikakumon ist dann eben einfach ins Wasser gesprungen, Krabmon war auf ihn drauf und ja, dann eben auch Amadillomon, der ja zurückdigitierte, weil Digimon, nachdem sie den Turm zerstören wollten, umfiel und dadurch zurückdigitierte. Ja, klar, natürlich. Ja, und dann fing sie an, den Digimon eben sozusagen, wenn sie nicht abhauen, dass sie aus ihnen Essen machen, wie Frutti de Mare und sowas, und ich fand das ein bisschen albern. Ja, dann sind sie hinter den her eingeschwommen, haben es dann irgendwann sein gelassen und weil sie dann eben auf so einer Insel noch einen schwarzen Turm gesehen haben und dann tauchte Scorpiomon auf. Ja, natürlich hatten sie halt keine Chance, richtig toll fand ich Krabmon, es greift an, will seine Attacke sagen, wird unterbrochen und weggeschleudert. Ich denke auch, ja natürlich, ich greife auch mal so ein Digimon an, das mich auffressen könnte, ne? Ja, logisch. Naja, Ikakumon ist halt zu Tsudomon digitiert und ich weiß nicht, ich mag Tsudomon. Die Japaner mögen ihn aber wahrscheinlich nicht, weil er hat ja richtig fett abgelust gegen Scorpiomon. Scorpiomon kann ihn wegschleudern, Scorpiomon kann ihn attackieren und ohne Submarimon hätte dann Tsudomon fast gar nichts geschafft. Das fand ich irgendwie wirklich richtig lächerlich, weil ernsthaft, Tsudomon hat doch richtig den Panzer. Das ist ja richtig so ein Koloss, fast schon ein Tank könnte man sagen. Der wird doch wohl sowas wie Scorpiomon aushalten können, wenn das gegen ihn gegenkommt. Der müsste ihn doch tackeln und nicht andersherum. Ich weiß nicht, meine Frage an euch, findet ihr das irgendwie ein bisschen übertrieben, dass Scorpiomon auf einmal super stark ist und dass Tsudomon nur mit der Hilfe von Submarimon gewinnen konnte? Oder sagt ihr, ach naja, ist mir eigentlich egal oder so? Schreibt es mir auch in die Kommentare.
Jedenfalls dann, nachdem sie Skorpiumon besiegt hatten, natürlich nicht getötet, weil die können das ja immer passend abtimen. Hey, komm, eine Attacke noch und noch eine und dann ist es nur besiegt und nicht tot. Das ist sehr interessant, wie bei Cherrymon in der Folge davor, wo ja, wie gesagt, 4 Champion-Digimon auf ihn draufhauen. Das war auch sehr seltsam. Naja, und dann tauchten halt natürlich die anderen Digiretter mit ihren Digimon auf, die man nur ganz kurz sah, die so hey, hey ruften und gut war. Interessant war übrigens, dass der Digiretter, ich meine übrigens, der hieß Dingo, auch auf einmal Japanisch sprechen konnte. Einfach so. Das war irgendwie ein bisschen seltsam, aber nun gut. Er hat's halt getan. Nun ja, an der Stelle hätte ich es vielleicht besser gefunden, sie hätten Englisch gesprochen, weil ich mir doch denke, dass gerade Joey, wo er ja Arzt werden will und studiert, doch ein bisschen Englisch können sollte, oder nicht? Nun ja, der zweite Part der Folge war ja dann eben in Frankreich. Ja, DK und Tai haben eben auf DKs Opa gewartet, ja, Michel, und der hat dann eben in dem Punkt halt die beiden da so herumgefahren. Die hatten auch überhaupt keinen Anhaltspunkt, aber sie kannten sich da nicht aus, haben auch festgestellt, dass es gegenüber Japan halt ziemlich kalt ist. Ja, und was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt erstmal natürlich wissen, dass DK und Matt halt, ja, je nachdem, halt auch zum Teil eben Franzosen sind halt, ne? Das fand ich eigentlich ganz nett. Die Oma war halt nicht dabei, weil sie ein bisschen zu viel getrunken hat, hat er halt gesagt. Und naja, dann kam sie beim Schloss von Versailles vorbei. Und ja, der Opa musste da unbedingt hin, weil da war Festtagsbeleuchtung und das stand offen. Und er fand das nicht richtig. Und dann sind halt Tai und TK auch dahin gegangen. An der Stelle muss ich sagen, ich weiß nicht, was im Original gesagt wurde, aber im Deutschen finde ich Tai ein bisschen unverschämt, weil er sagt erst zu TK, hoffentlich kommt wirklich dein Opa wirklich, weil sonst sind wir aufgeschmissen, wir kennen uns hier nicht aus. Und dann, als sein, also TKs Opa da reinrennt, sagt er wiederum, ach, ich glaube, wir wären ohne dein Opa besser dran gewesen. Also ich finde das ein bisschen mies, ja. Nun ja, meine Frage ist in dem Punkt natürlich auch, könnte er wirklich einfach so in das Schloss reinrennen? Sind da keine Wachen, keine Leute, niemand? Ernsthaft? Ich meine, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Naja, dann sind sie natürlich einfach da reingekommen. Wie gesagt, das war ja Festtagsbeleuchtung und da waren dann die Gebrüder Mamemon. Die bestehen aus Mamemon, Big Mamemon und Metall Mamemon. Und die waren dann ein bisschen besoffen, haben dann auch ein bisschen gegessen. Ich frage jetzt mal an der Stelle einfach, woher kam das Essen und woher kam der Alkohol? Das war auch irgendwie interessant. Ein weiblicher Digiritter war natürlich gefesselt mit ihrem Floramon und konnte halt gar nichts. Interessant fand ich in dem Punkt halt, dass der Großvater eigentlich gerade zu denen hin will. Dann die drei unterbrochen worden, weil TK und Tai haben ihn halt festgehalten, weil Agumon und Patamon meinten, seht mal, die haben halt dann erst den weiblichen Digiritter bemerkt. Und dann in der nächsten Szene guckten sie alle um die Ecke. Und ich denke, komisch, dafür, dass der Opa gerade auf die hinmarschieren wollte, wieso waren die dann wohl, ja, also quasi gesehen rechts? Also ihr müsst euch das so vorstellen, da war halt diese Wand rechts und links wäre das dann so gewesen, dass die Digimon den Opa gesehen hätten und da wollte er hingehen. Und eigentlich hätte er weiter vorne sein müssen, weil die beiden, also es ist, ich kann es nicht, kann es gerade echt nicht erklären. Für mich sah es ein bisschen komisch aus vom Bildverlauf. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch nicht genau angeguckt. Dafür müsst ihr die Folge wahrscheinlich selber nochmal sehen. Es ist jetzt einfach so ein bisschen zu blöde, das so zu zeigen halt, also zu erklären. Nun ja, jedenfalls haben sie dann, also der Opa ging dahin, sie wurden mit Kuchen beworfen und ja, komischerweise durften wir hier sehen, wie Agumon und Patamon in einer ewig langen Szene zu den Champion digitieren. Also wirklich lang. Ja, und dann haben sie halt ein bisschen gekämpft. Ich find's fürchterlich interessant, dass Greymon Big Mamemon ziemlich schaden konnte, obwohl das eine ja ein Ultra ist. Angemon hatte auch keine Probleme, bis dann auf einmal Jeromon auftauchte. Das eben auch ein Serum-Digimon ist, auch wenn es böse aussieht. Das hat er mit angegriffen, dann hatten die beiden auf einmal Probleme. Ja, und dann sind sie natürlich noch in einer ewig langen Szene noch auf die Ultra-Level digitiert und haben die dann besiegt. Die Digi-Ritterin haben sie natürlich auch gerettet. Floramon ist zu Kiwimon digitiert. Mag seltsam sein, aber im Kartenspiel geht das auch. Und wenn wir so sehen, Kiwimon ist ja sowieso auch irgendwie, kann man sagen, zwar auch ein Vogel, aber auch ein bisschen an die Pflanze angelehnt. Und Floramon ist ja eine Pflanze, daher finde ich das eigentlich noch okay. Und zumindest auch diese Blätter halt, kann man sagen, haben sie ja in etwa gleich. Nun ja, jedenfalls haben sie dann eben gewonnen. Und ja, wie immer, eigentlich nicht wie immer. Wir haben dann eigentlich gar nicht gesehen, wie sie die Digimon zurückgeschickt haben. Das haben sie sich wohl diesmal gespart. Im Prinzip bleibe ich dabei. Nette Ideen sind vorhanden, ja, die Folgen sind auch okay, aber man hätte mehr herausholen können, wenn man eben sich mehr Zeit genommen hätte, weil das wirkt ja noch langweiliger als das vorige teilweise. Einfach immer nur, da sind wir, Kampf, fertig. Und Sprachprobleme gibt's nicht. Das Dümmste an der Folge finde ich wirklich noch das Ende.
Also im Japanischen keine Ahnung, wie das Mädel heißt, aber ich weiß, dass sie im Deutschen Nadine heißt. Die sieht Arokenimon in einer dunklen Gasse stehen, die hatte auch so eine Windmühle, und dann sagt die ernsthaft: Oh, die sieht aber gruselig aus. Aber ich glaube, die wird mich verstehen. Ich habe das Gefühl, dass sie alle meine Wünsche erfüllen kann. Ernsthaft? Welches kleine Kind im Alter von 10 bis 12 Jahren würde zu einer Person, die sie gruselig findet, wirklich noch hingehen und denken, oh, die kann bestimmt meine Träume und Wünsche erfüllen? Das finde ich ein bisschen seltsam. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das dann auch, wenn man so bedenkt, dass ja Digimon doch eigentlich auch noch für so eine jüngere Zielgruppe ist, also eben im Alter so von 8 bis 10, 12 halt, ne? Ist es eigentlich nicht so gut, dass wenn die dann zu sehr seltsamen Figuren trotzdem hingehen und so alles, also vielleicht hätte man das ein bisschen besser machen sollen oder hinterfragen sollen oder so, weil ja, eigentlich sollen ja Kinder nicht mit Fremden mitgehen und schon gar nicht, wenn die seltsam aussehen, ne? Nun ja. Wie gesagt, also ich fand die Folge so lala und meine Frage ist nach wie vor, wie hat euch die Folge gefallen? Gab es einen Part, den ihr besser fandet, den ersten oder den zweiten? Jetzt noch an der Stelle, bevor ich halt fertig bin, wollte ich noch sagen, die Kombination Tai und TK fand ich zum Beispiel eigentlich ganz nett, weil die beiden haben wir ja dann so zusammen auch lange nicht mehr gesehen. In Adventure ja mal in der Folge 22, nichts als Lügen, aber das ist ja Adventure gewesen. Aber in Adventure 2 hatten die beiden ja so gesehen eigentlich gar nicht so wirklich Momente miteinander. Da fand ich das eigentlich ganz okay.